Treffpunkt Sporthalle Grundschule in Merzdorf. Hier trainiert der Basketballverein Riese und bereitet sich derzeit auf die kommende Oberligasaison vor. Also die gleiche Spielklasse wie der FC Stahl Riese 98. Doch Fußball ist nun mal König in der Sportstadt. 14 Jungs im Alter zwischen 18 und 23 Jahren versuchen dies unter Leitung von Sebastian Blecher zu ändern. Der 22-Jährige trainiert seit 2 Jahren die Männermannschaft und spielt selbst im Team mit. Zudem liegt ihm die Last der Jugendarbeit auf den Schultern, für einen Berufstätigen alles andere als einfach. Der Verein sollte sich dafür einsetzen, noch mehr Trainer auszubilden und diese zu Lehrgängen zu schicken und einfach auch die jugendlichen Spieler mehr Anreiz zu geben, zu bestimmten Wettkämpfen zu schicken, zu Auswahltrainings, einfach sich mehr dafür auseinanderzusetzen, nicht bloß zu reden, sondern auch Taten sprechen zu lassen. Doch erstmal müssen sich Leute finden, die sich für einen Trainerlehrgang bereit erklären. Und genau das ist das Problem. Möchte man an alte Erfolge wie den Jugend-DDR-Meistertitel 89, der C-Jugend-Sachsenmeisterschaft 95 oder dem Sachsen-Pokalgewinn 97 anknüpfen, bedarf es vor allem dem Engagement der Spieler. Nicht nur in sportlicher, sondern auch in finanzieller Hinsicht, sprich Sponsoren. Zudem müssen kurz- und langfristige Ziele klar definiert sein. Langfristige Ziele sind erstmal die jährliche finanzielle Belastung zu überstehen, die durch die Oberligamannschaft der Damen und der Herren heranfallen, dann die Jugendmannschaften weiterhin aufrechtzuerhalten, um Nachwuchs für die Männermannschaft und die Damenmannschaft zu haben. Natürlich muss auch am Teamwork gearbeitet werden, deswegen spielt man schon mal 5 gegen 5 Großfeld, denn es gilt, neue Spieler zu integrieren, die den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben. Wenn es dem Verein dann noch gelingt, viele Rieser zu den Heimspielen nach Röderau zu locken, dann kann man sich auf eine spannende Oberliga-Saison freuen. Argumente haben die Basketballer auf jeden Fall reichlich. Worum Basketball und nicht Fußball? 90 Minuten kein Tor, 40 Minuten 100 Punkte. Vom Basketball und kein Fußball. Ja, Basketball finde ich einfach sehr dynamischer und zudem kann man das auch alleine spielen. Man geht einfach raus, sucht sich einen Korb und spielt ein bisschen. Das kommt durch den Basketball und nie durch den Fußball. Warum Basketball und kein Fußball? Das ist die pure Leidenschaft, auch pass auf.